Jo, und damit hallo aus Porto, unser nächstes Ziel in Portugal. Und da ich an diesem Tag irgendwie ein bisschen redefaul war, machen wir das jetzt nachträglich mit einem Voice-Over. Hier sind wir jedenfalls in der Fußgängerzone von Porto. Das war so das allererste, wo unser Weg uns hingeführt hat, nachdem wir aus unserer Unterkunft rausgegangen sind, um danach direkt den Markt zu besuchen. Ich kann den Namen nicht aussprechen, deswegen blende ich ihn jetzt hier ein. Da gibt es allerhand zu gucken und zu kaufen. Wir wussten selber nicht immer so ganz genau, was da in den Auslagen zu sehen war. Aber es sah auf jeden Fall schön aus. Wie dieses Gebäude heißt, kann ich leider nicht sagen. Es steht allerdings auf oder an einem ziemlich bekannten Platz, den Namen blende ich jetzt hier ein, mit dem Porto-Schriftzug, wo man viele Fotos machen kann. Haben wir uns aber erstmal etwas Leckerem gewidmet, und zwar unseren ersten Pastéis de Nata und einem Espresso. Yes, stark. Ich glaube, es sind die besten bisher. Cool. Sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns da welche geholt haben. Das ist ein ganz cooles Fotomotiv, einfach ein sehr, sehr alter Lebensmittelladen. Und noch eine Kirche, die mit so richtig coolen blauen Kacheln verziert ist. Das sieht man häufig in Porto, ist auch, soweit ich es jetzt recherchiert habe, ganz typisch. Und vor dieser Kirche war ein ganz süßer Markt aufgebaut. Da sind wir einmal drüber gelaufen, haben uns da ein bisschen umgesehen. Dann ging es aber auch schon quasi in den Kern der Altstadt von Porto. Das besteht aus engen Gassen, vielen Stufen, die man runterläuft. Mit dem Wissen, dass man sie auch irgendwann alle wieder hochlaufen muss. Aber man hat eine richtig coole Aussicht auf die Stadt, auf die Brücke Ponte Luis und auf den Fluss Douro, der durch Porto fließt. Hier wieder einmal ein schöner Blick auf den Fluss. Und weiter ging's Treppen runter durch die Altstadt. Hier sind wir am Fluss angekommen und ganz typisch für die Altstadt von Porto sind diese bunten Fassaden der Häuser, die auch einfach super geil auf Fotos aussehen. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ich sag doch noch mal ein bisschen was. Hatte ich noch gar nicht gesagt, oder? Wir sind in Porto seit gestern Abend und ja, gestern Abend sind wir nur noch was essen gewesen. Francesinha, ein portugiesisches Sandwich. Das ist eigentlich so ein Stapel mit Burger Patty, Schinken, Wurst, Brötchen in Soße, also klassisch. Ich habe eine Veggie-Variante genommen, die teurer war als die andere, was ich nicht verstehen konnte so richtig. Es war so, geht so. Also es war jetzt lecker, aber ich würde es mir jetzt nicht nochmal bestellen. Dann sind wir heute eigentlich mehr oder weniger ziellos hier durch die Stadt gelaufen. Die Stadt ist auch wirklich sehr, sehr schön. Es ist echt bestes Wetter, aber es ist voll. Oh mein Gott, könnte auch am Samstag liegen, aber es ist so voll überall. Gerade eben sind wir ja diese Stufen da runtergelaufen. Da dachte man zwischendurch schon so, Alter, wo kommen die ganzen Leute her? Jetzt sind wir hier an so einem Fluss. Es ist auch sehr schön, erinnert uns beide so ein bisschen irgendwie an den Rhein. Und jetzt gucken wir mal, wo wir noch hinlaufen. Das ist gestört. Hier sind wir an der Uferpromenade von Porto. Ist auf jeden Fall sehr beliebt bei Touristen und es war einfach irre viel los. Kann auch daran liegen, dass es Samstag war, aber auf jeden Fall wieder sehr schön da lang zu laufen. Und da auf der anderen Seite sieht man den Stadtteil Gaia übrigens. Da sind wir auch noch mal irgendwann später, aber da kommt übrigens der Portwein her. Ja, und hier laufen wir durch die Altstadt und genießen einfach nur diesen schönen Anblick. Ja, was diese Dudes davor hatten,
wissen wir nicht so genau. Die liefen den ganzen Tag mit ihren Umhängen durch die Stadt und wir haben keine Ahnung, ob die jetzt von irgendeiner Uni kamen oder von einem Theater oder so. Und dann haben wir einen Laden entdeckt, den fanden wir ein bisschen seltsam. Der sah aus wie aus Charlie und die Schokoladenfabrik, aber der hat einfach auf eine sehr fancy Art Sardinenbüchsen verkauft. Ist wohl auch ein Special aus Portugal, aus Porto, wir wissen es nicht so genau. Philipp hat gerade erzählt, dass es hier in Porto auch einen Buchladen gibt, der als Harry Potter Buchladen gilt. Wir haben gerade mal Fotos angeguckt auf Google. Sieht richtig geil aus, allerdings zahlt man dafür 5 Euro Eintritt und der ist wohl echt immer krass überfüllt, der Laden. Wir wollen jetzt mal gucken, wie voll das da wirklich ist und befürchten, dass wir hier schon das Ende der Schlange erreicht haben. Aber wir sind uns noch nicht sicher. Der nächste Tag ist für uns am Bahnhof São Bento gestartet. Das ist so eine Art Geheimtipp, obwohl ich glaube, so geheim ist es mittlerweile auch nicht mehr. Da war nämlich auch ganz schön was los. Einfach ein Bahnhof, der sehr schön aussieht aufgrund dieser blauen Fliesen, mit denen er dekoriert ist. Und wir sind dann nochmal einfach ein bisschen durch die engen Gassen von Portos Altstadt gestiefelt. Und haben den Blick auf diese ganzen wunderschönen Gebäude genossen. Und eigentlich wollten wir mit der Seilbahn fahren, aber plötzlich standen wir auf der Brücke Ponte Luis, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Aber der Blick von da runter war wirklich so, so schön. Deswegen kommt jetzt ein bisschen Aussichtsspam über Porto. Weiter ging es dann wieder auf einem Aussichtspunkt und zwar bei einer Kirche, einem Kloster. Ich weiß leider ehrlich gesagt nicht so genau, dass es so heißt. Den Namen kann ich nämlich auch nicht aussprechen. Wow. Aber wieder mal richtig schöner Ausblick auch auf die Brücke Ponte Luis, über die wir eben drüber gelaufen sind und die übrigens vom Eiffelturm-Architekten auch gebaut wurde. Was haben Sie denn da in Ihrem Rucksack? Verbotene Substanzen. Dann haben wir uns in den Park gesetzt unterhalb dieses Klosters, wo ein ziemlich schlechter Straßenmusiker sehr, sehr viel Publikum hatte. Aber es war halt einfach super chillig. Und da hört man ihn singen. Ich glaube, es bedarf keiner weiteren Ausführung. So, letzter Tag für uns in Porto. Ich stehe gerade in unserem Zimmer. Wir fliegen heute weiter nach Marokko, allerdings erst heute Abend. Wir müssen aber jetzt schon hier aus der Unterkunft raus. Deswegen bringen wir gleich erstmal unsere Rucksäcke zur Metrostation. Da gibt es Schließfächer für 5 Euro pro Gepäckstück. Da schließen wir die ein, dass wir die großen Dinger erstmal los sind. Und dann verbringen wir den Tag noch hier in der Stadt. Blöd ist nur, wir haben gerade erfahren, dass unser Flug verschoben wurde. Eigentlich wären wir heute Abend um 7 Uhr geflogen. Das verspätet sich allerdings um 3 Stunden. Also wir fliegen irgendwie erst um, was hast du mal gesagt? Um 11. Aber von 7 bis 11 sind doch 4 Stunden, oder? Ja. Um 4 Stunden. Wir fliegen erst um 11. Müssen allerdings trotzdem irgendwie schon so am Flughafen sein, weil Check-in ist noch so, als würde der Flug um 7 gehen. Ja, keine Ahnung. Alles ein bisschen dumm, macht aber nichts. Wir packen jetzt hier die letzten Sachen zusammen. Und dann gehen wir nochmal nach draußen und gucken uns nochmal ein bisschen was von der Stadt an. Okay. Das war's. Heute ist schon wieder so schönes Wetter. Echt. Wir haben so Sau mit dem Wetter. Jeden Tag strahlend blauer Himmel und überhaupt nicht zu heiß und richtig angenehmer Wind. Ist schon sehr, sehr schön hier.
Ja, erstmal ging es halt noch mit Sack und Pack zu den Schließfächern. Da haben wir schon keinen Rucksack mehr, haben uns aber nochmal an unserem liebsten Laden ein Pastel de Nata geholt, um uns danach noch einen zu holen. Denn so, wir haben uns jetzt mal im Park ein schönes Plätzchen gesucht und wir haben uns Pastel de Nata. Wir haben uns so kleine Törtchen geholt, die aus Portugal kommen. Und zwar einen normalen, von dem wir wissen, dass der sau lecker ist, weil wir da auf die letzten Tage immer schon welche geholt haben. Und einen in vegan. Und jetzt machen wir ein Tasting, welcher besser ist. Also das ist jetzt der, den wir kennen. Das ist der in Anführungsstrichen normale. Mhm. Von dem wir wissen, dass der richtig lecker ist. Das war heute auch lecker. Ja, richtig lecker. Nom nom nom. Jetzt kommt der Vegan. Der sieht ein bisschen anders aus auch, ne? Mhm. Der schmeckt auch gut. Aber wie es bei allen veganen Produkten ist, nicht ganz so gut. Jetzt sind wir hier nochmal auf der anderen Brücke, diese Betonbrücke. Und da hinter mir ist diese Ponte Luis, wo wir gestern drauf waren. Und ja, die Aussicht ist sau schön, aber sie ist so hoch. Diese Brücke ist wirklich sehr hoch. Es gibt mir ein kleines ungutes Gefühl. Aber sieht schon richtig nice aus. So, und hier sind wir jetzt gleich schon auf der anderen Seite des Flusses im Stadtteil Gaia, also hier noch nicht direkt. Hier stehen ziemlich viele verfallene Gebäude, von denen wir auch nicht so richtig wissen, was damit passieren soll. Aber es sah auf jeden Fall ziemlich cool aus und hatte so ein bisschen was von einem Lost Place. Aber der Stadtteil Gaia ist bekannt für seinen Portwein, beziehungsweise der Portwein kommt daher. Wir wollten auch eigentlich gerne ein Portwein-Tasting machen, das haben wir aber an dem Tag irgendwie nicht hingekriegt, weil wir einfach keinen Platz gefunden haben. Deshalb sind wir noch ein paar Stufen hochgestiefelt, haben unsere letzten Stunden in Porto wirklich mit einer wunderschönen Aussicht in einem Café verbracht.